Hallo und willkommen zur nächsten Folge, um genau zu sein, die dritte Folge Monopoly Streets, wo jetzt Büchelchen meinen Trick ausprobieren wird. Ich werde jetzt nämlich genau 127 nehmen. Er kann nämlich nicht mehr bezahlen. Genau. Das Konto kostet ja also 350. Kann ich nicht irgendwas das wird ja um die Hälfte billiger für mich. Ja. Na, fast um die Hälfte billiger. Mach nur den Kleiner. Kann ich nicht höher gehen. Oh, du kannst eine Hypothek aufnehmen. Ja, kann ich. Ja! Ja! Ich hab's geschafft! Ich hab 2000 mehr bezahlt. Nee, warte mal, wie viel hast du? Du hast 30 mehr bezahlt! Nur 30? Nee, Alter, das ist viel mehr! Nein, hab ich gar nicht. Doch, sehr viel mehr. Alter, das hat nur 300 gekostet, das Grundstück. Ich hab 200 irgendwas bezahlt. Nee, das ist günstiger geworden. Okay. Ich hab nur 200 irgendwas. Guck mal, 220 hab ich. Das hat über 300 gekostet. Ja, okay. Das war die teuerste Straße. Die halbteuerste. Ich hab nicht die teuerste Straße gekauft. Oh, der Trick ist doch scheiße. Es tut mir leid, dass ich dich belügt habe. Okay. Tut mir wirklich leid. Aber hat was gebracht? Hm? Das reicht schon. Ja, siehst du? Scheiße. Hast du eh nicht. Dankeschön. Gesehen. Jetzt haben wir das letzte Bequet. Wieso das denn? Ja, weil du auch eine Straße von mir gekriegt hast. Das war keine Straße von dir. Naja. Es war, nee, war es nicht. Es war fast geschenkt, sag mal. Na gut. Dafür musstest du wieder Straße belassen. Ja. Und du hast wieder Geld gekriegt. Und ich auch. Du auch, ja. Oh, du kommst sogar höher als ich, oder? Boah! Ja, Mann! Yeah. Endlich schaffst du es einmal! Ja, ein Vermögen! Ich hab's einmal geschafft. Oh, ja. Ja, Mann, richtig gut. Und? Zwei. Drei. Ich hätt's nicht. Ja, okay, ja, lass doch einfach mal. Nein, Energiesparfeld. Eigenes Feld. Scheiße. Jetzt passiert mir Geld bestimmt wieder abheben, so eine Scheiße. Geld abheben, Geld abheben, jetzt wird Geld abgehoben. Gleich passiert bestimmt. Wirf die 15 Eigentümer nachfolgenden Bilder Betrags wieder in das Werk. In dem gehört. Ach, das gehört doch. Das gehört doch eh dir. Jetzt gehört alles mir. Komm mal vorspulen. So. Hey, ich muss doch würfeln, Mann. Zug beenden. Mhm. Würfeln. Ich stell dir mal vor, ich hätte wirklich würfeln müssen oder hätte ich das zahlen müssen, was ich. Pasch. Ich komm direkt auf los. Extra Zug. Schade eigentlich. Ich komm direkt auf los. Schade eigentlich. Ach nee. Hä, zählt der Einzelne auch als? Hä, verstehe ich jetzt gerade nicht. Das zählte der auch? Nee, der zählt eigentlich nicht. Das ist doch scheiße. Egal. Zwei zum Preis von einem. Das lohnt sich. Jetzt komme ich jetzt mal rüber und quert. Hab wieder 1000. Also wenn das wirklich zählen würde, dann würde es nämlich jetzt 1. Das wären doch eigentlich 2, Leute. 1. 1. 1. 1. Ja, der gibt dir Geld. Schön und gut. Ich möchte das nicht sehen. 1. 2, 3, 4, 5, 6. Da würdest du eigentlich dastehen. Oh, scheiße. Ah, ich hätte wieder Geld. Na egal. Hättest du ja wieder eine Hypothek genommen oder so. Dann meinte ich lieber so. Ich kaufe jetzt alles, was Niet und nagelfest ist. Niet und nagelfest ist. Niet und Nagel. Nagel und Niet. Niet und nagelfest. Belastet zu verkaufen. Ja, kauft das doch. Ja. Dann werde ich auch zwei Bahnhöfe haben, wenn ich beide die zwei, die es gibt. Ne? Geil wäre, wenn du wieder Funktion gekriegt hättest. Wie will ich gar nicht? Komm mal her. So. Oh. Ah. Oh, ja. Jetzt! Speichern. Ich komm bald wieder über die Runde. Hast wieder Nummer 6. Hast 10 verloren. Zu beenden. Guck mal, oben steht die Bahn. Na gut. Bald kommt der Scheißentscheid. Und was kommt? Oh, Scheiße. Nein. Ich geh. Das ist schon nicht klar gegangen. Wie ist das denn passiert? Meine Firma hat Aktien verloren. Und bist du wirklich vor? Komm schon eine Straße von dir. Nächste Tritt, du kriegst Geld.
Ehrlich jetzt? Ja, Elektrizität wäre. Oh, geil. Das hat mir eigentlich bisher am meisten Geld gebracht. Das ist auch immer das Geilste. Zug. 70. Ja. Zug, also Bahnhöfe und, Bahnhöfe und diese Elektrizitäts- und Versorgungssachen sind eigentlich die besten, womit man Geld macht. Da kommt man nämlich irgendwie am meisten. Wieso ist dein linkes Vermögen angezeigt, obwohl ich 100 mehr hab? Wie jetzt? Dein linkes Vermögen ist angezeigt, also es ist so markiert. Obwohl ich mehr hab. Ja, weil ich jetzt wahrscheinlich gleich wieder Geld kriege. Deshalb. Ach so. Das hat er schon vorprogrammiert. Ich finde die Grafik hätte er besser machen können. Ja. Was? Die Grafik beim Spiel? Ja. Na, darüber lässt sich streiten. SimCity 4 ist auch das bessere SimCity, aber die Grafik ist bei SimCity 5 besser. Du hast Geburtstag, jeder Spieler schenkt dir 10. Dankeschön. Bitte. Das ist so nice von dir. Ich schenke dir auch 100 Reale. Hätte aber auch mehr sein können, also du geiziger Geizkragen, echt. So wirklich. Heul dabei. Ich heule. Also. So, nein. Ich muss nicht. Dead. Geht nicht. Warum nicht? Naja. So. Nein. Jetzt können wir eigentlich. Ah, ich möchte auch. Ich brauche auf jeden Fall mal ein drittes Grundstück. Oh, ich will das zweite blaue und das zweite orange. Du meinst das dritte? Ja, das dritte, dann meine ich auch. Habe ich wieder Geld verloren? Ja, habe ich. Nee, gekriegt. Ach ja, wir gehen los. Dein Haus brennt. Nein. Stell dir mal vor, dass wir ein Plätze so eingerissen werden und alles wird zerstört. Würfel anhalten. Jawohl! 5. Jawohl! Kapitän von der Bismarck und ich war auch bei der Titanic und komm, hier sind du Lagerverkäufer. Du hast eigentlich immer nur Glück, ne? Immer! Alter, ich krieg von dir nur 10 und du kriegst schon wieder 50 rein. Ach ja, ich brauche jetzt alle. Ich hab kein Geld, ich muss eine Hypothek auflegen. Ja, mach dich nur. Ich hab leider nur 11 Dollar. Das ist ein blauer Strasser von mir. Nur zu Besuch. Naja, schade. Ah, für Glück. Und ich hab noch extra zu. Ah, gut. Dann kommst du ja vielleicht auf eine gelbe von mir. Ich hab die gelbe. Die orange, Entschuldigung. Was macht der jetzt da? Wollte ich gerade sagen. Wird so flüssig festgenommen. Würfeln. 1000. Ja, 10. Okay. Okay, du kommst auf 3 Parkenplätze, ne? Und? Ja. Ja, sag ich doch. Cool. Aber du läufst jetzt an den Gelben vorbei. Dude. 3 Parkenplätze, das erwartet. Zu Betten. Ach ja. Aber das Spiel ist schön, ne? Also ich hab schon mal. Ja, es ist schön entspannend. Ja, es ist schön jetzt zu sitzen, ein paar Knöpfchen drücken und zu sehen, wie das Geld weniger oder mehr wird. Weniger wird. Ja. Wie sich das anhört. 11 Dollar. Ja, ich bin nicht der. Ich hab ein großes Gebäude. Okay, jetzt nicht mehr. Nee, nicht mehr lange. Scheiße, Mann. Warum ist bei dir schon wieder angezeigt? Du hast so. Keine Ahnung, ich glaube, ich komme jetzt auf eine Karte von dir, ne? Ja, ja, komm. Nee. Ja, genau, das ist mein Haus. Ja, das ist voll schön, ich hab's. Ich weiß. Ah, du. Ich hab hey, der hat doch. Der hat das alles vorberechnet, der weiß das schon. Der weiß, dass es passiert, Alter. Alter Mann, du! So fällt der Polizist zu mir sagen, oder? Ja, ich weiß du was, ich nehme dich gleich fest. Jedenfalls fahre ich lieber mit dem Bus. Guck mal, ich krieg auch gleich wieder Geld, sag das Ding jedenfalls. Warum auch immer. Dann soll ich das Geld kriegen. Das sagt das Ding und das kann voraussehen. Oh, jetzt krieg ich aber Geld, sagt das Ding. Das kann voraussehen. Kann es sein, dass das immer nur angezeigt wird, wenn man dran ist? Das kann sein, ja. Aber das ist doch Schwachsinn. Das ist ja naja. Scheiße. Junge, du bist festgelaufen. Leider. Endlich ist dieser Schwachraum hinter Gitter. Nein. Aber ja. Ich muss ja nur ein bisschen Geld zahlen, dann komme ich ja wieder raus. Naja. Hauptbahnhof, den habe ich noch nicht. Oder nee, den hast du. Den hast du, oder? Ja.
Nee, das ist deiner. Oh. Naja. Ist es im Knast wirklich sicher? Alter, nicht zu viel Geld bezahlt! Ich bin wieder raus! Ich bin wieder raus! Das ist doch illegal! Nein! Junge, sperr sie wieder ein! Ich bin auf der Bismarck, hallo, das ist nicht illegal! Ja, ist klar. Er ist doch Hauptbahnhof, oder? Ist das? Ja, Hauptbahnhof! Ja, geil! Ja, 50! Ich hab 100 verloren, ey. Das wird doch egal, ich hab 50 gekriegt. Dafür muss ich nicht zahlen. Ja, ich hab 50 gekriegt, dein Haus brennt weiter. Meine Fenster sehen schöner aus als dein. Nee, meine. Dafür ist auf meiner der Bismarck drauf. Bismarck. Jetzt gucken wir mal. Hell nicht. Komischerweise. Bam. Ja, ist das ein Polizeigebäude, Mann? Das ist von Polizist gegründet. Voll jämmerlich, ey. Polizist gegründet, ey. So, können wir gleich wieder Kaution oder Hypotheken wegnehmen. Ich möchte den alten Mann nicht sehen. Tschüss. Das ist der Milliardär. Der Milliardär. Ich bin bald der Milliardär wieder. Aber gleich kriege ich wieder 200 weniger, weißt du? Du kriegst 100 weniger, meinst du? Ja, meine ich jetzt. Genau, das meine ich. Guck mal, ich kann endlich wieder so gucken, ohne dass eine Belastung da ist. Dead. Ach, die gehört immer noch die Parkstraße. 2, 3. 1, 2, 3. Ich hab nur noch 3 Straßen, die nicht. Und dann kann ich endlich wieder Hause erkaufen und so. Alter, ich verspreche mir jetzt gerade so viel, obwohl das wahrscheinlich alles gar nicht eintreten wird, oder? Nee, ich weiß es auch nicht. Guck mal, wie viele Straßen du hast. Ja. 2. Sieht auch ziemlich blau aus. 4, 6. Ich hab 8 immer noch. Zu beenden. Ich will aber bald mehr haben. Ja, bald. Jetzt schon wieder. Mein Gehaus schrumpft. Oh, gar keine. Spieler hat mal wieder Geld gekriegt. Wer dieser mysteriöse Typ auch immer sei. Der dir Geld gibt. Ich würde dir nicht Geld geben, naja. Ich würfe Riesenwürfel, die in meine Hand klein sind. Bismarck. Lessingstraße. Ist das meine? Nee. Keine orange Straße gehört dir. Das ist meine. Ach, und nee. Gelb ist das. Ja. Endlich wieder Geld, Junge! Yeah! Das sind nur 22 Dollar, aber ich krieg's gerne ein. Wie macht auch Mist, weil da so kein Geld mehr, wenn das so weitergeht. Ah, ich krieg voll viel Geld. Hast du das gesehen? Nee. Ich hab richtig viel Geld gekriegt. Entschuldigung, ich hab nichts gesehen. Es tut mir leid. Aber sie ist doch der Hauptzeuge. Ich hab keinen einzigen Schimmer, was das Vermögen bringt am Ende. Das ist dein Vermögen, das wird einfach nur angezeigt. Und wer das größte Vermögen hat, ja, Vermögen. Was geht denn das Spiel? Bis jemand verloren hat. Bis man kein Geld mehr hat? Bis der eine bankrott geworden ist. Was? Achso, nee, Rücke bis, wenn du über loskommst, okay. Opernplatz. Gehört mir. Ja, leider. Nicht? Opernplatz? Ist es die einzige Straße, die noch fehlt? Weiß ich nicht. Nee. Gar nicht. Nee, okay. Nee, es ist meine Straße. Ja, das ist meine Straße. Wollte ich gerade sagen. Du magst doch keine Opa. Sag nichts gegen meine Opa. Nix, dein. Du weißt ganz genau, was ich meine. Opa, die Opa. Oder Opa. Das nennt sich doch genau, weißt du? Wieso? Opa. Opa. Ja, das meinst du doch! Sag nichts gegen deine Opa. Hast du da eigene Opa oder was? Ja! Ist klar. Da möchte ich gerne mal reingehen. Geh da mal rein. Gemeinschaftsfeld. Kratz ab, bring ihn um, du hast doch einen Stock. Willst du mich jetzt verarschen? Nö. Nein! Ich kann doch jetzt direkt auf los, oder? Ja, ich glaube, du kriegst doch nicht so viel Geld. So, du hast jetzt 785. Was kriegst du? 100 würde ich dann haben, ne? Oh, kriegt man nicht. Toll eingestellt, echt. Gehalt einziehen. Aber, na, manche spielen sind immer anders. Also, ich hab's auf jeden Fall immer so gespielt. Ja, ich hab's auch immer so gespielt. Würfeln. Eben. Wir haben's auch immer so gespielt. Wer wenn irgendjemand was an die Bank zahlen muss, dann kommt es immer in die Mitte und wenn man auf freie Parken kommt, dann kriegt man alles. Genau. Genau so haben wir gespielt. Als wir noch jung waren. Noch ganz jung und noch Brettspiele gespielt haben, weißt du? Diese komischen Dinger, die aus Holz gemacht worden sind oder aus anderen Materialien. Kennst du den noch? Nee. Ach ja, die Kinder.
die Kindheit heutzutage oder die Jugend oder so, wie man es auch immer nennen möchte, nur noch am PC oder an der Playstation. Und spielen Monopoly. Ja, auch wenn es draußen die Sonne scheint, was im Moment nicht der Fall ist. Ja. Es regnet. Ich komme jetzt auf deine Stadt Bahnhof, ne? Nee. Doch. Ich hab da keine Ahnung, das ist deine. Oh, schade. Oh, du hättest so gerne mir wieder Geld gegeben. Nee. Ne? Wenn er nicht zu weit weitergekommen wäre, dann hätte ich... Paschi. Oh, so weitergekommen wäre, dann hätte ich nämlich... Wenn die müde ist, dann mach doch das hier, warte. Das... Warte, ich glaub's noch, das da. Oh yeah, Mann, Junge, ich wollte das gerade machen und da das nicht. So, jetzt. Und 6, du hast eine 6. Und vorspulen, und ich bin auf der Badestraße, es ist deine Straße. Da straße ich immer auf der Bade, weißt du? So, wir nehmen mal wieder etwas ein. Lalalalalala, das geht nicht. Ja, jetzt hast du bald wieder alles, ne? Ja, mir fehlen nur 2 Straßen. Und dann kann ich Häuser bauen. Mein Geld, was ich einnehme. Ach ja, schön. Ich muss dich jetzt verzweifeln bringen. Verbessert. Ja. Und 6. Oh, doch nicht. Ich habe 7. Aber ich hätte niemals gedacht, dass ich irgendwann mal Monopoly jetzt playen würde. Das ist deine, ne? Ja, das ist meine. Ich krieg Geld. Und zwar 10. 10. Junge, 10, Alter. Das ist voll der Gewinn. Voll. Ich habe heute 2 Jugendliche beim Rauchen erwischt und habe sie verpetzt. Ist das nicht toll? Weil es echt gestunken hat. Das ist nicht deiner, oder? Doch. Scheiße. Nein. Ich habe mein Geld wiedergekriegt. Mehr als das. Ja, ich weiß. Du hast das 5-fache wiedergekriegt. Ich weiß. Und dann hat er gesagt, wo ist dieser Pisser? Du hast gesagt, ne? Das hat er aber gesagt. Ist doch egal, was er gesagt hat, oder? Er wird mich verprügeln. Nein, wird er ist nicht. Ist egal, oder? Ja, ist genau, ist alles egal. Oh, ist das deine? Nein. Ja, das ist meine. Oh. Wo du eben Geld verloren hast. Ja, 10, Mann. Das ist voll das geile Geld, Mann. Voll das Hardcore Geld. Du hast gleich dein ganzes Spiel verloren, wenn du so weiter machst. Wenn du immer wieder 10 verlierst, ne? Also, dann musst du mindestens 100 mal. Nee, 10 mal 10? Nee. Du musst 100 mal 10, du musst 100 mal auf meine Straße kommen, dann hast du verloren, Mann. Nee. Das ist ja richtig schlimm. Ja, du musst 100 mal auf meine Straße kommen. Ey, willst du zufällig diese komische Straße da verkaufen, diese rote? Ich würde sie nehmen, ja. Aha. Na, du sie nimmst, hast du wieder kaum Straßen, das ist mir sogar. Eine Auktion ist für mich eh billiger. Für dich billiger, oder? Mhm. Ich hab mehr Geld als du. Ist mir egal. Jetzt ist es auf jeden Fall so weit treiben. Mir ist es egal. Naja, 220, ja? 220, ja. Würdest du mehr bezahlen als 220? Ich bezahle alles, was es mir... Boah, ist ja voll viel. Ja, ich mach keine Risiken, noch nicht. Nee, ich weiß. Noch nicht. Ich hab ja eh gerade Straßen wieder. Oh, meine armen Straßen. Junge, ich will das doch gar nicht. Oh, ich würde zuerst das Autos nehmen, ne? 220, das reicht. Guck mal, das reicht schon speichern. Hast du ja 2 Euro. Schulden bezahlen. Yay. Langsam könnte mich da schnapprachen, echt. Hey, ich kann mir diese Straße verkaufen, die ist voll günstig. Ich verkaufe sie dir für 2 Dollar. Ich kaufe sie dir ab für 2 Dollar, ja, was hast du? Ah, wenn du mir die anderen 2 für 500 gibst, dann gesagt, wir haben... Wie nennt sie Dollar, weil wir nicht wissen, wie man dieses Zeichen da ausspricht? Wie nennt man das? Monopolons oder was? Ich weiß wenigstens, wie man das Geld bei SimCity, Simmerlons. Ja, das weiß ich ja auch. Ja, aber wie nennt man das Monopoly-Geld? Monops oder so. Ja, ist klar. Naja, mal gucken. Nennen wir es Britisch Pfund. Britischer Pfund, ja. Bis auf die Erde, 3. Ich hab noch 2 Dollar, ey. Das ist voll. Das ist richtig geil, echt. Zu verkaufen! Geil, da hab ich wieder eine Straße voll. Ja, geil. Stimme belassen, nein, das kostet mehr als das andere. Ich will das nicht. Wenn ich wieder frei bin. 280! Du brauchst 278! Speicher am Ende. Schulden bezahlen. Ah, wenn ich raus bin, wenn ich aus meinen Schulden raus bin, Alter, dann werde ich Häuser bauen, dann kannst du nicht mehr gucken. Verstand. Wenn ich das Geld.
Naja, ich habe ja noch eine grüne Straße. Die kriegst du von mir nicht. Ja. Und ich krieg auch nicht die rote Straße von dir wahrscheinlich, nee. Oder? Nee. Schade. Na, dann hol ich sie mir, wenn du bankrott bist. Dann werde ich sie normal verkaufen und dann musst du erst darauf kommen. Ja, du kannst sie nicht normal verkaufen. Das geht in diesem Spiel nicht. Habt ihr wahrscheinlich auch immer so gespielt, oder? Dass du es an die Bank verkaufen kannst? Nee, haben wir nicht. Achso. Naja, das geht hier auch nicht. Hauptstraße. Meine. Belastet. Das sehe ich, dass es belastet ist, dass es meine ist. Ach, dann habe ich wenigstens. Dann weiß ich wenigstens immer, was meine Straßen sind, ja? Überall, wo belastet steht. Bist du auf eine Straße gekommen? Nee, das war meine rote. Das ist deine. Straße. 48, cool. Wie viel? Alter, 48, wenn ich da ein Haus drauf baue, wie viel Geld das dann überhaupt bringt? Jetzt bin ich noch an den 1000 fast dran. Oh, ich hab den Sonnenbrand, das ist echt scheiße, jetzt kann ich mir da die Haut abziehen, oder? Au, tat weh. Das will ich dein Leben. Ja, ja, Mann. Ja. Nee. Ein, zwei. Jetzt geh ich bestimmt auch wieder genauso wie du, nur einen Schritt. Nee, dazwischen war nämlich so ein anderes Feld. Ach so, nee, doch. Doch, ja. Das ist ja, ja, ist in Ordnung, ist in Ordnung, ja, ist in Ordnung. Sorry, also was, ist in Ordnung, glaube ich. Ich weiß. Das ist nicht deine Straße gewesen, oder? Nee. Doch, das war deine Straße. Oh ja, nee, stimmt. Doch, war meine. Warum war das deine? Ich hatte vorher 700, 900 irgendwas. Und jetzt habe ich 1500. So, mal gucken, was ich kriege hier. Vielleicht auch wieder Pech, wie ich immer kriege. Pech, wahrscheinlich muss ich wieder für Häuser oder so bezahlen. Ja, ich krieg immer Pech. So. Das ist eine zweite Karte, ne? Nee, ich hatte letztes Mal beim ersten Spiel. Nee, da haben wir noch getestet. Du hast aber schon zwei von denen. Ja, das ist, das sind aber andere Karten. Jedenfalls hast du davon schon einen. Das ist, nein. Ja. Du hast aber irgendeine gekriegt. Ja. Ja. Das ist nicht. Wie auch immer, ist doch egal. Jedenfalls ist das eine Karte. Das ist eine Karte und die sieht toll aus, oder? Nee. Und du verlierst irgendwie immer deine Mütze, warum auch immer. Du schmeißt immer deine Mütze hoch. Weil ich kann. Und ich bringe mal in die Luft. Aber meine Straßen, nee. Ich bin wirklich die belastet, echt. Junge, ich muss wenigstens keine 50 Zahlen noch sehen. Ach, da steht das mit der Karte, ne? Ja, genau. Ach so. Hab ich dir die ganze Zeit. Das steht da. Nein, das sind diese ganzen anderen Karten. Ja. Dachte ich auch erst, aber Poststraße, das ist da eine Scheiße. Ah, nee. Doch. Boah. Die 2 und die 8 standen aber ziemlich auseinander. Ja, fand ich auch. Boah, ich will ja noch blauer. Oh mein Gott, 22 Minuten, Alter, wie lange spielen wir immer? Oh Gott. Die Folge ist wieder vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es diesmal so lange gedauert hat, um genau zu sein 23 Minuten. Und ja, dann sagen wir Tschüss, bis zur nächsten Folge.